Yo, was geht? Willkommen zu diesem neuen Video. Wir sind gerade in einem Hotel mitten in Schweden, also eigentlich am Ende von Schweden. Also eigentlich ist es Malmö, das ist ganz unbestimmt. Das hat nichts mit mitten in Schweden zu tun. Und das Gute ist, Valve ist gerade im Urlaub, ich bin gerade im Urlaub. Das heißt, ich komme endlich drumherum, eine Folge Revi-Memes, die nur Valve beleidigen, ohne ihn zu machen. Also nice. Gerade? Fangen wir an mit den ersten Revi-Memes. Okay, sprechen wir über eure Lieblings-YouTuber. Gewitter im Kopf, Revi. Absolut richtig, meine Freunde. Und hier wird Orange einmal hier bei Among Us rausgekickt. Ja, Digga, was soll ich sagen? Wenn man da Valve als Lieblings-YouTuber nennt, kann man da auch tatsächlich nur verlieren. Wer will heute beleidigt werden? Valve will heute beleidigt werden. I want you to get insulted. Ja, Leute, so ist es, Alter. Ich muss ehrlich gesagt gestehen, diese 3 Wochen ohne jetzt Lukas wirklich richtig fertig gemacht zu haben. Ne, Akali? Komm her. Schaffst du hier drauf zu jumpen? Komm her. Komm her. Und spring. Ja, du hast es geschafft. Du bist so ein toller Hund. Du kannst so viele tolle Sachen. Jetzt musst du leider wieder runtergehen. Es hat mir gefehlt, von daher bin ich froh, dass ihr den Shit und den Hustle und den Grind und das Beleidigungsgame weiter abgesteppt habt im Subreddit. Kuss an euch. Leute, die sagen, dass Paluten bei einem neuen Reaction-Video dabei ist, obwohl wieder nur Valve dabei ist. Satan. Ah! Check jetzt hier gerade die Relation nicht. Hab ich irgendwann mal behauptet, dass Paluten bei einem Reaction-Video dabei ist? Digga, also ich kann mich nicht dran erinnern. Scheiß drauf, weißer Kaktus. Valve, nachdem Revi ihn beleidigt hat. My disappointment is immeasurable and my day is ruined. Ja, so, it is what it is, man. Ich meine, ganz ehrlich, ich glaube, mittlerweile geht das Lukas gar nicht mehr so nah. Vielleicht stelle ich mir das aber auch nur vor und vielleicht tut das Lukas doch irgendwie weh. Ich weiß nicht, wir schalten mal ganz kurz nach Dubai zu Lukas. Alles klar, interessiert mich nicht. Neues Revi-Video ist online. Ja, Valve ist dabei. Oh, ja, Digga, es sieht besser aus, als es ist. Also ganz ehrlich, weißer Kaktus, Bro, dein Meme-Game auf jeden Fall strong AF, kann man nicht anders sagen, Bruder. Also ich bin immer wieder überrascht, mit wie vielen Memes und Beleidigungen ihr gegenüber diesem fetten Unsympathen aufkommt. Also das muss man einfach mal an der Stelle gesagt haben. Ich glaube sogar mittlerweile, dass meine Community ihn noch mehr hasst als ich. Und das ist echt schon eine Leistung, also Respekt an der Stelle. Content von anderen YouTube. Content von anderen YouTubern, Revi. Ja, Digga, da wurde ich an der Stelle mal komplett demaskiert. Kann ich jetzt nicht denyen. Also das ein oder andere Mal lässt man sich da sicherlich aus der USA oder anderen Ländern mit diversen Ideen inspirieren. Da brauchen wir auch gar nicht drum herum zu reden, dass da eventuelle Parallelen aufzuzeigen sind. Ich meine, ja, die besten Künstler sind die, die sich bei anderen Künstlern inspiriert. Ach, halt deine Fresse. Hey, do artists go to hell? No. How about a Valve HD subscriber? Straight to hell. The boiler room of hell. All the way down. Ja, so ist es, Leute. So ist es. Who subscribes a Valve HD is stupid. Ja, Digga, das mit dem Englisch lernen wir dann an der Stelle nochmal. Zeit, aber ansonsten, strong meme. Du hast auf jeden Fall hier den Kontext schon verstanden. Also so dumm kannst du gar nicht sein. Allein, weil du halt... Tobi, kannst du aufhören, Deo zu schnüffeln im Badezimmer? Hör auf! Hör auf! Revi. Hey, hast du Zeit für ein Video? Valve, aber nur, wenn du mich nicht beleidigst. Ja, es tut so sein. Es tut der Wahrheit entsprechen, meine Freunde. Aber, also, das Ding ist halt, Lukas ist mir ja sehr, sehr... Das ist Zucker. Man sieht das nicht mehr auf der Kamera, was du Dummes machst. Tobi hat gerade eine komplette Leine Zucker gezogen durch die Nase. Naja, gut. Jedenfalls hat Valve mir tatsächlich eine Menge zu verdanken. Ich habe ihn ja quasi damals entdeckt, groß gemacht, aufgezogen und halte ihn immer noch wie einen kleinen Schützling unter meinen Fittichen. Von daher, Leute, Lukas muss diese Videos mit mir machen. Er kann gar nicht anders. Steht in seinem Vertrag. Valve-Memes. Valve hat kein Reddit. Valve. Ja, Digga, ist es wirklich so. Lukas kriegt, glaube ich, gar nicht mit... ja, sorry, Valve hat kein Reddit, ich glaube, er kriegt gar nicht mit, wie viel Valve-Hate-Memes es gibt. An der Stelle würde ich einfach mal empfehlen, vielleicht da einen eigenen Instagram-Kanal zu machen und Lukas da mal regelmäßig drauf zu markieren, damit er hier nicht verpasst, wie sehr er hier doch gehasst wird im Internet. Valve-Video kommt dead. Ja, es ist oftmals so geschehen, Leute, tatsächlich ist das, glaube ich, mit unter anderem eine der höchsten Fatality Rates in Germany, also die Todesrate, wenn man dann tatsächlich eine Notification von einem Valve-Video bekommt, ist relativ hoch. Passt da bitte auf, am besten einfach nicht subscriben, dann passiert euch da nichts. Valve HD ist scheiße, and that's a fact. Sogar PewDiePie's Fernseher ist hier meiner Meinung. Bin ja auch gerade in Schweden, hab ja auch ursprünglich überlegt, ihn hier zu besuchen. Denn ist mir allerdings aufgefallen, dass der Typ nicht in Schweden wohnt und ich überhaupt keine Ahnung habe, wo ich anfangen sollte zu suchen, also habe ich es gelassen. Aber ich bin mir sicher, dass er hier auf jeden Fall mit mir übereinstimmt, hier irgendeinen passenden PewDiePie-Clip. Don't be too sad. You cry, baby. Härterer Schlag als Mike Tyson. Neues Video von Revi. Valve.
ja, oftmals passiert. Das Ding ist, Leute, was hier im Titel steht, stimmt. Endlich mal ein Video ohne Vive. Und das ist richtig und das ist wichtig und das ist gut so. Von daher, macht euch keine Sorgen. Wobei, eben war vielleicht ein kurzer Videoclip. Es tut mir leid, Digga. Es, wisst ihr, Hassliebe, es geht nicht anders. Digga, dieser, also so, zero context einfach. Einfach nur dieser scheiß Emoji und dieser dumme Hund. Ne, Akami? Bist du ein dummer Hund? Bist du ein dummer Hund? Bist du ein dummer Hund? Dann komm her, du dummer Hund. Wenn du dumm bist, komm her. Komm her. Komm her. Nimm Anlauf. Komm her, Boy. Komm her. Der Hund ist absolut dumm. Der versteht, glaube ich, nicht. Also, ich weiß nicht. Ich glaube, der spricht kein Deutsch. Jeder hasst die Augendusche, schaut also keine Vibe-Videos. Ich, nachdem ich eine Vibe-Video geschaut habe. Sollen wir dir auch mal die Augen waschen, weil du aus Versehen eine Vibe-Video geguckt hast? Ey, weißt du, wer eben auf meinen Hotelzimmerboden gekotzt hat? Echt jetzt? Also es war Akani. Und weißt du, was er gekotzt hat? Holz. Holzstücke, die er morgen am Strand gegessen hat. Erklär mir bitte, ich weiß, dass Holz für deine Zähne und zur Reinigung wichtig ist, aber weißt du, brauche ich erst meine Zahnbürste auch nicht, verstehst du? Mädchen, wenn, Chat, wenn ein Mädchen vorkommt. Simp. Jedes verdammte Mal. Digga, ich bin hier in Schweden, ja? Treff mich einfach casually mit einer Schwedin und Leute schreiben Biggest Simp of the Universe, Alter, weil ich 22.000 Kilometer gefahren bin. Leute, es ist nicht jedermann ein Zimt, der mit anderen, also mit einer Frau, also, ach, halt auf deine Fresse. Weil versucht, Revi zu dissen, Revi subreddit. So ist es, Digga. Also da wird auf jeden Fall hart und fair zurückgeschossen, Alter. Mit großen Geschützen werden, die hier aufgefahren werden. Da hat Lukas auf jeden Fall das Maul zu halten. Wenn sie rausfinden, dass er Vive-HD-Abonnent ist. Ja, passt da bitte auf. Wie gesagt, solltet ihr eine Freundin haben und zufälligerweise Vive abonniert haben, passt bitte wenigstens auf, der das irgendwie vor eurer Partnerin versteckt. Es sind sehr viele Beziehungen daran zurückgegangen, Leute. Das zeugt einfach von einer nicht ganz so gesunden Psyche, wenn ihr da regelmäßig euch diesen Content Ja, Bruder. Rein grindet, Vorsichtigkeit ist da geboten. Ich glaube, ich habe gerade einen Schlaganfall gehabt, keine Ahnung, was das war. Frau über Tinder suchen, Frau über TikTok suchen, Frau von seiner Community in Minecraft bauen lassen. Digga, das ist der Grind. Und ganz ehrlich, es hat absolut nicht funktioniert, weil da nur hässliche Missgeburten bei rumkommen. Danke an meine Community an der Stelle, die mir nichts gönnt. Wenn Genghis und nicht Vive dabei ist. ja. Ja, schon doch, also angenehmer als Lukas eigentlich. Aber ich glaube tatsächlich, dass wenn ich wieder da bin... Er ist halt der Einzige, der immer Zeit hat, ne? Wahrscheinlich müssen wir dann wieder... Amerikanischer Content, Revi. Also, irgendwoher kenne ich gewisse Formate. Ja, wie ich schon gesagt habe, ich würde jetzt... Würdest du sagen, dass ich Content stehle? Ja, inspirieren vielleicht. Aber auch lang nicht mehr. Es wird nochmal Zeit, sag ich mal, das eine oder andere Video eins zu eins zu kopieren, oder? Ja. Yeah. Spreu, die Kaktusfarm lohnt sich nicht. Calm down. Leute... Ich verstehe nicht, was mit Cactus War los ist. Ich habe auch keine Ahnung, was da gerade abgeht zwischen G-Time, Romatra und Trimax. Aber es scheint eine komplett neue Suchsparte geworden zu sein. Ich freue mich an der Stelle einfach nur, ob Crowd Attack und das Trimax dabei ist. Vive von Revi beleidigt. Revi wird dafür gehatet. Passiert nicht. Wenn ich Vive beleidige, kriege ich keinen Hate. Ich kriege Zuspruch und Beifall. Das ist das Ding. Ja, gut, das Meme kennen wir an der Stelle schon. Und da haben wir auch schon dreimal drüber gedacht. Tobi, ich weiß, warum du das hier reingepackt hast. Du bist entlassen. Entlassen. Kurze Frage an der Stelle, Bro. Hast du da eigentlich zwei Bilder aufgehangen? Also, wieso hängt dir das? Digga, wer hängt denn da zwei Bilder so random auf? Kennst du das? Kennst du diese Folie? Die dieses Geräusch macht. Kennst du die? Ich weine. Siehst du, ich weine. Ich weine wirklich. Ich hasse dieses Geräusch. Uff, Digga. Ist ja, dass wir wirklich hier loslegen, Digga. Das war's an der Stelle mit diesem wunderschönen Video. Lass mich mal gerne nach oben da, meine Freunde. Haut da rein, bis zum nächsten Mal und tschüss.